So, auf jeden Fall habe ich hier noch mal eine Lötkiste gefunden. Das ist so ein uralter Gaslötkolben. Denn der Akku hatte doch noch einen kleinen, auf seiner punktgeschweißten kleinen Lötfahne hatte er einen minimalen Riss. Ich habe das Ding jetzt aber schon zugemacht. So, jetzt wollen wir eben mal kurz gucken, was haben wir denn hier wieder für eine qualifizierte Reparatur. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich habe den schon zusammengeklebt gehabt, den Akku, und dann hat er nicht geladen. Dann habe ich den Fehler entdeckt. Jetzt sind hier unten sind diese vier Stück. Ja, die liegen hier unter. Aber das Plastik ist weggerissen. Jetzt müsste man das schön machen, längere Schrauben nach oben, einmal quer rüber. Aber da ich momentan keinen Bock habe und das Ding testen möchte, das sind ja die Rundumschrauben hier, Rundumschrauben. Jetzt habe ich hier von meiner Yogamatte, eine Yogamatte vom Sperrmüll. Was ist denn das gute Stück hier? Ja, auf jeden Fall Yogamatte vom Sperrmüll. Ja, ich habe auch noch irgendwo Amazell rumfliegen. Gut. So, die habe ich hier, die Yogamatte vom Sperrmüll. Ja. Wenn die drückt sich platt. Ist auch schon uralt. Aus dem Container gezogen. Jetzt habe ich hier einen dicken Bubbel reingemacht und hier einen dicken Bubbel, damit das Ding hier nicht hin und her schiebt beim Fahren. Ne? So nicht hin und her schiebt. Hier und drunter ein paar dünne, ganz wenig, weil nicht viel Platz ist. Und hier einen kleinen Streifen. Erst hatte ich einen Streifen in der Mitte, aber das war für mich nicht statisch nicht in Ordnung, weil er dann dieses punktuell gedrückt hätte. Für die Akkus wäre das wahrscheinlich besser gewesen. So, und dann das ganze Ding zugemacht, ne? So. Ja, ich klebe den auch nicht zu. Ich meine, nicht bei Regen fahren. So, ich schraube ich das Ding zu. Muss ich das noch verfilmen? Kleiner Kontrollgluck. Ist gut. So, okay, hier. Ja, und hier sind auch ein bisschen noch ein, damit der ein bisschen jetzt ein bisschen rubbeln kann. Einen leichten Stoß abfangen kann. Ne? Das sollen ja normalerweise die Reifen sein. Aber wenn die irgendwie 10 Bar haben oder 5 Bar haben, dann hat er hier noch irgendwie eine Schnappdichtkante. Hat er hier noch eine Schnappdichtkante? Nein, er hat keine Schnappdichtkante. Oder vielleicht hat er doch eine Schnappdichtkante. Doch, er hat doch eine Schnappdichtkante. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, sitzt gut, sitzt gut. Sitzt gut. Ungeschickt mit einer Hand. Ist ja auch egal, den schraube ich jetzt zu, da mache ich keinen, das drehe ich jetzt nicht. Ich habe ja hier mein kleines Akku-Ding gefunden von meinem Flohmarkt-Schrauber. Wo ist der denn überhaupt? Dieser hier, der passte einer. Der größte Inbus ist das. Ich weiß nicht, was für eine Größe das ist. Schluss jetzt.